So, hallo allerseits, heute am Sonntag, 11. August 2024, ein Tag vor Muttertag, treffe ich quasi einen Vater, ein Profi im Mediengeschäft. Deshalb der Titel Amateur trifft Profi. Ich habe ihn heute getroffen, hier in der Supertown. Und zwar ist das ein Bekannter, wer Fahrrang liest, wird ihn kennen, zumindest vom Lesen her, C.F. Krügerei. And I have seen, we make it in German or English? Maybe German. Okay. German, dann machen wir es auf Deutsch. Yeah. Also C.F. Krüger, Kolumnist beim Fahrrang, als, ich sag mal, Freischaffender wahrscheinlich, ne? Das ist ein Nebenbeschäftigung, ja. Natürlich. Aber er war vorher Profi in Deutschland in Mainz, irgendein Theaterchef gewesen. Dann viel geschrieben, beim ZDF gearbeitet. Wie lief Ihr Leben? Wann kamen Sie nach Thailand? Ich kam nach Thailand 1985. Lange her. Es war Liebe auf den ersten Blick. Trotzdem habe ich alle Länder rundherum besucht. Aber dann war klar, ich bleibe hier in Pattaya und hier ist Thailand zu meiner zweiten Heimat geworden. Aber Sie leben nicht ständig hier, sondern? Zweimal im Jahr, 3 Monate. Okay. So, und beim ZDF, was haben Sie da gemacht? Ich war ein echter Profi. Ich war Redakteur für Kabarett und Freikunst und da Kabarett damals nicht so sehr angesehen war, in einem sehr konservativ. Wann war das zeitlich? Sehr konservativ damals. Nee, wann war das zeitlich etwa? Zeitlich war ich von 65 bis 78 dort. Und das war eine Zeit, in der es noch ein bisschen konservativer war. Und deswegen habe ich mich entschlossen, nach 13 Jahren das ZDF zu verlassen und habe mein eigenes Kabarett gegründet, das Unterhaus in Mainz. Und das ist zu einem der wichtigsten Kleinkunsttheater in Deutschland geworden. Ja. Und Unterhaus, gibt es eine Verbindung quasi wieder zu Pattaya? Denn da haben Sie mit Ewald Dietrich zusammengearbeitet, der hier in Pattaya das Human Help Network und das Orphanage mitgegründet hat. Richtig, er kam zu mir und fragte, ob wir ihm helfen könnten. Und ich habe dann die Künstler aus dem Unterhaus gebeten, einen Tag länger im Unterhaus aufzutreten und die Gage für das Orphanage für die Straßenkinder zur Verfügung zu stellen. Ja, und seitdem sind Sie Supporter im Human Help Network hier in Pattaya, zusammen mit vielen anderen Prominenten. Ja. Mit Herrn Kalmund zum Beispiel. Und vielen anderen, ja. Ja. Auch ich weiß hier auf Pattaya, der Heiko Klimaszewski, ja, und viele andere, die, ja, da viel sponsern. Ja, genau. Ja, interessant, auch solche Leute mal zu treffen. Und wie kamen Sie da eigentlich zum Fahrrang? Sind Sie da angesprochen worden oder von sich aus da? Nein, der Vorgänger vom jetzigen Inhaber, der hat mich irgendwann angesprochen und ein Interview mit mir gemacht. Und als er dann den Laden verkauft hat, der Nachfolger kam dann und seitdem schreibe ich ohne Unterbrechung Kolumnen. Seit fast 20 Jahren, glaube ich. Immer noch? Immer noch, bis auf den heutigen Tag. Und ich habe auch jetzt schon für ein Jahr im Voraus meine Kolumnen geschrieben. Oh, ja. Die sind sozusagen in der Schublade. Ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass Sie die auch alle noch lesen können. Denn Sie sind ja nicht unbedingt der Jüngste mehr, kann man sagen. Ich habe noch viel vor. Ja, das ist immer gut so. Der Lebensmut, Optimismus, ja, nur das bringt einen vorwärts, richtig? Ich bin doch erst 86. Ja. Ich trinke auch noch keinen Rotwein, kriege ich erst im Alter. Dann bin ich ja noch Jungspund dagegen mit, ja, meinen 72. Okay, vielen Dank für das Interview. Ganz spontan haben wir das gemacht hier. Und man sieht Sie wieder dann in 3 Monaten. Alles Gute auch für Sie, für Ihre Leser oder Zuhörer, ja, und so weiter. Alles Gute. Danke. Ciao. So, nun waren wir eigentlich schon durch, aber nun fiel ihm gerade noch was ganz Wichtiges ein. Ja, ich habe ja gerade vor ein paar Monaten meine Biografie veröffentlicht.
Kabarett, mein Leben, ein Leben für Kabarett und Kleinkunst ist der Titel. Und darin schildere ich mein sehr buntes Leben. Und das ist auch hier in Thailand über den Verein folglich zu erwerben. Okay, nochmal den Titel. Ein Leben, ja, für Kabarett und Kleinkunst. Okay, gibt es das als gedruckte Version auch? Natürlich, genau. Als Buch, kann man googeln. Von C.F. Krüger, den Namen müssen wir dazu nochmal sagen. Ja. Okay, dann vielen Dank. Und ich danke. Hoffen wir, dass da etliche Leute jetzt das Aber Buch wie? Kaufen. Aber wieder. Und Prost, Prost.